Wir fangen an mit einem Innenminister, der sauer ist auf seine Polizei. Da ist was gravierend schiefgelaufen. Das haben die Beamten in Köln jetzt schriftlich von dem Mann, der selbst verantwortlich ist für die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Ein gravierender Fehler, nicht nur beim Einsatz selbst, sondern auch bei dem, was die Polizei ihren Bürgern danach über die Silvesternacht in Köln erzählt hat. Vor dem Landtag in Düsseldorf musste der Innenminister heute berichten. Währenddessen haben die Kölner Beamten vor Ort auf der Straße mitten in ihrer eigentlich doch so weltoffenen Stadt ein neues Problem. Rechte Gewalttäter machen gezielt Jagd auf Ausländer. Aus Köln Ralf Goldmann. Es scheint, als sollte die Stadt nicht zur Ruhe kommen. Rund um den Bahnhof und in der Kölner Altstadt zeigte die Polizei auch am Abend wieder verstärkt Präsenz. Denn gestern meinte ein Schlägertrupp aus Rechten, Hooligans, Rockern und Türstehern, sie müssten das Recht in die eigene Hand nehmen. Vier Ausländer wurden bei den fremdenfeindlichen Attacken verletzt. Das ist ein alarmierendes Signal, weil eben die Sorge besteht, dass hier Menschen sich des Gewaltmonopols bemächtigen wollen. Und das darf und kann nicht von der Polizei akzeptiert werden. Die Kölner Polizei hat alle Hände voll zu tun in diesen Tagen und sieht sich zugleich heftiger Kritik ausgesetzt. Der Landesinnenminister präsentierte heute im Landtag einen Bericht zum Einsatz in der Silvesternacht und kritisiert die Führungsetage der Kölner Polizei heftig für eine missratene Kommunikationsstrategie. Und noch viel schlimmer, sie habe die Lage vollkommen falsch eingeschätzt. Es lag nicht an den eingesetzten Beamtinnen und Beamten, aber die Polizeibehörde hätte bei der Lageentwicklung weitere Kräfte anfordern müssen, die auch in der Silvesternacht zur Verfügung standen. Das ist unterlassen worden zu einem Zeitpunkt, wo sich eine Lage entwickelt hat, die das eigentlich erforderlich gemacht hat. Inzwischen liegen alleine 247 Strafanzeigen wegen Sexualdelikten aus der Nacht vor. Davon 119 wegen sexueller Beleidigung und 128 wegen sexueller Nötigung, darunter zwei Vergewaltigungen. 51 Tatverdächtige wurden durch Bundes- und Landespolizei identifiziert, die meisten aus Marokko und Algerien. 32 sind Asylbewerber. Der heute veröffentlichte Bericht zeigt das ganze Ausmaß und nach Ansicht der Opposition auch die Hilflosigkeit des Innenministers. Es sei falsch von ihm, die Verantwortung für den Einsatz einfach auf die Kölner Polizei abzuwälzen. Sein Vergleich, dass er dafür so genauso wenig verantwortlich sei wie eine Gesundheitsministerin für eine misslungene Blinddarmoperation, macht deutlich, er hat ein ganz eigenartiges Amtsverständnis. Er ist der Dienstherr von zehntausenden Polizeibeamten und die Versäumnisse in seinem eigenen Ministerium hat er völlig ausgeblendet. Mit Rücktrittsforderungen hielt sich die CDU heute allerdings zurück, fordert aber von Jäger, er solle sich entschuldigen. Das tat er nicht. Und die Gewerkschaft warnte vor einer pauschalen Diffamierung der Kölner Polizei. Also die Aussage, die gesamte Polizei hat sich inakzeptabel verhalten, trage ich auch nicht. Der Einsatz ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Der ist sogar schlecht verlaufen, da braucht man gar nicht drum rumreden. Aber jetzt alle Kolleginnen und Kollegen des PP Köln jetzt in die Begrifflichkeit reinzunehmen, finde ich nicht gut. Die stehen mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit und wollen den Menschen in Köln mit mehr Präsenz als je zuvor zumindest ein kleines Stück vom fast verloren geglaubten Gefühl der Sicherheit zurückgeben. Ja, Gefühl der Sicherheit ist das Stichwort. Ralf Jäger ist der Innenminister von NRW. Guten Abend, Herr Jäger. Guten Abend, Herr Sievers. Herr Jäger, was glauben Sie, wie sicher ist Ihnen Ihr Amt noch? Es geht nicht um mein Amt, sondern es geht darum, dass wir Vertrauen bei den Menschen zurückgewinnen müssen, das verloren gegangen ist in der Silvesternacht, als Frauen furchtbares Leid von Peinigern haben erfahren müssen. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir die Täter zur Rechenschaft ziehen und vor allem dafür sorgen, dass das zukünftig nie wieder passiert. Herr Jäger, Sie sind als Innenminister verantwortlich für die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hat die Polizei heute wörtlich gesagt, sie habe an Silvester keine Kontrolle mehr über die Lage in Köln gehabt. Das spricht ja nicht für eine gute innere Sicherheit, auf die sich die Bürger verlassen können, oder? An diesem Silvesterabend war die Sicherheit der Menschen nicht über eine gewisse Zeit nicht mehr gewährleistet. Das lag nicht an den Beamtinnen und Beamten, die vor Ort im Einsatz waren. Die haben, glaube ich, alles gegeben. Die leiden übrigens am meisten darunter, dass sie diese Frauen haben nicht schützen können. Sonst lag an einer falschen Lageeinschätzung, dass Kräfte, die zur Verfügung standen in der Silvesternacht, nicht zusätzlich abgerufen wurden, um diesen Mob in seine Schranken zu weisen. Und wer hat da diese falsche Lageeinschätzung getätigt? Der Polizeipräsident, den Sie in vorzeitigen Ruhestand geschickt haben, den haben Sie ja selber auch in das Amt geholt als SPD-Parteifreund.
Wir haben heute, wie ich finde, einen Bericht vorgelegt, der sehr schonungslos ist, der offen ist und der transparent die Fehler beschreibt, dass die Polizeiführung an diesem Abend diese falsche Lageeinschätzung vorgenommen hat. Und es ist dann Aufgabe der zukünftigen neuen Behördenleitung, solche Defizite in Zukunft zu vermeiden und abzustellen. Herr Jeske, Sie sprechen von diesem Abend. Jetzt gucken wir noch mal auf das große Bild. Es geht ja nicht nur um diesen Silvesterabend in Köln, sondern auch um die Tage danach und um das brisante Thema Fehl- und Spätinformation der Öffentlichkeit. Wie erklären Sie sich das, dass die Polizei in Köln nicht einfach gesagt hat, was Sache war? Es ist der fatale Eindruck entstanden, da sollte etwas vertuscht werden. Zwar sind die Fakten eigentlich genannt worden, aber nicht so in der Art und Weise, dass sie öffentlich durchgedrungen wären. Und ich erwarte von einer modernen Polizeibehörde in einer modernen Mediengesellschaft, dass sie auf so etwas rasch reagiert, damit solche Eindrücke, man wolle etwas unter den Teppich kehren, gar nicht erst entstehen. Das darf nicht entstehen, weil wir dafür stehen und dafür diese Haltung haben, egal wo die Menschen herkommen, ob sie hier geboren sind oder hier geflüchtet sind. Sie sind von dem Gesetz und in der Strafverfolgung alle gleich. Wenn man mit Polizisten redet, dann sagen die hinter vorgehaltener Hand, also einen Maulkorb gibt es tatsächlich nicht für uns. Aber, und da wird es interessant, es ist natürlich ganz klar von der Politik, von der Polizeiführung nicht gewollt, dass wir genau sagen, woher die Straftäter herkommen. Da ist die Politik gefordert. Das müssen Sie sich doch ankreiden lassen, oder? Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt in Nordrhein-Westfalen einen Erlass, dass alle Straftaten gegen Flüchtlinge oder von Flüchtlingen begangen, in einer sogenannten WE-Meldung aufzunehmen sind und zu melden sind. Und es gibt auch einen klaren Medienerlass, wie mit solchen Dingen umzugehen. Aber Herr Jäger, wie erklären Sie sich denn dann, dass das von den Beamten, Herr Jäger, Entschuldigung, da muss ich kurz mal reingehen, wie erklären sich das denn, dass das dann von den Beamten offenbar so ankommt, bei den Beamten so ankommt, dass sie genau das eben gerade nicht machen sollten? Ich kenne diese Einzelbeispiele, die Sie jetzt anführen wollen, nicht. Ich weiß, wie die Behörden organisiert sind, wie sie mit diesem Thema umgehen. Nochmal, um es klar und deutlich zu sagen. In Nordrhein-Westfalen legen wir Wert darauf, dass kein Sachverhalt unter den Teppich gekehrt wird. Im Gegenteil. Wir wollen mit Offenheit und Transparenz, egal wo die Menschen herkommen, die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass sie sich auf diesen Rechtsstaat verlassen können und klar und deutlich formulieren, wo die Probleme sind. Was geben Sie denn den Polizisten, die ja nicht sehr begeistert sind von der Kritik, auch von Ihrer nicht begeistert sein dürften, jetzt in Zukunft mit auf den Weg, ganz konkret? Ich glaube, deutlich zu machen, dass die Polizistinnen und Polizisten, die in diesem Abend im Einsatz waren, keine Schuld tragen. Die haben alles gegeben. Die haben es nicht verhindern können, dass diese Frauen diesen fürchterlichen Übergriffen ausgerichtet waren. Aber das ist ein neues Phänomen, das bundesweit erstmalig aufgetreten ist, in Köln, in Stuttgart, aber auch in Hamburg. Darauf muss sich die Polizei nicht nur in Köln, in allen Bundesländern neu konzeptionell einstellen. Wir müssen die Kräfte so sensibilisieren, dass solche Übergriffe möglichst vorher erkannt und damit auch verhindert werden. Und dass das nicht passiert ist, wer trägt dafür die politische Verantwortung? Es gibt natürlich immer eine politische Verantwortung, die ist immer im Ministerium, die ist beim Minister selbst. Aber die operativen Fehler eines Polizeiführers müssen benannt werden und die müssen zukünftig abgestellt werden. Und aus dieser Verantwortung, die Sie da haben, wie Sie gerade selber gesagt haben, welche Schlüsse ziehen Sie da? Die Schlüsse, dass wir in Köln die Behörde mit einer neuen Behördenleitung ausstatten. Und dass es Aufgabe ist, dieser neuen Behördenleitung dafür zu sorgen, dass solche operativen Fehler, wie sie in der Silvesternacht geschehen sind, möglichst nie wieder geschehen. Sagt Ralf Jäger, SPD, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, live im ZDF-Heute-Journal. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Jäger. Herzlichen Dank, Herr Sievers. Und zu den offenen Silvesterfragen gehört ja auch immer noch diese. Haben sich die Täter vorab verabredet oder organisiert? Und wenn ja, wie? Der Bundesjustizminister hat da eine Vermutung. Er sagt, niemand kann mir erzählen, dass das nicht abgestimmt wurde. Aber mehr hat er nicht, vor allem keine Beweise. Das Bundeskriminalamt ist da detaillierter. Das BKA kennt, so sagt es, sexuelle Übergriffe in der Öffentlichkeit durch Gruppen junger Männer aus einigen arabischen Ländern. Ein ekelhaftes Phänomen, das sie Tararouche nennen, auf Deutsch Belästigung. Kamran Safjarian hat in Kairo nachgefragt, der größten Stadt der arabischen Welt, ob den Menschen dort die Bilder aus Köln bekannt vorkommen. Es begann ausgerechnet auf dem Platz, dessen Name für Freiheit steht. Frauen werden regelrecht gejagt, ausgezogen und auch vergewaltigt. Kairo im arabischen Frühling.
Auch die Sicherheitsbehörden mischen zuweilen mit. Bis heute keine Einzelfälle, wie man uns auf den Straßen Kairos bestätigt. Hier schützt dich niemand vor Belästigung. Wenn du Hilfe suchst, interessiert das niemanden. Selbst die Sicherheitskräfte starren die Mädchen lüstern an. Die Gesellschaft und die Zeit, in der wir leben, sind schuld. Wir sehen viele Filme. Darin sieht man viele Belästigungen. Das ermuntert uns. Und auch die Art, wie die Mädchen sich kleiden. Experten wissen, per Telefon oder Facebook verabreden sich junge Männer gezielt, um auf Frauenjagd zu gehen. Dafür gibt es einen Begriff, El Taharush, auf Deutsch Belästigung. Der Grund liegt in der ungeheuren Frustration der jungen Männer, nicht nur in Ägypten, sondern im gesamten arabischen Raum. Eigentlich ist Sex vor und außerhalb der Ehe vollkommen tabuisiert. Ein Mann soll eigentlich nur Sex haben, wenn er verheiratet ist. Das Heiratsalter ist aber sehr hoch. Das liegt daran, dass da langwierige Verhandlungen und auch viel Geld im Spiel ist, wenn das alles gelingen soll. Das heißt, so ein junger Mann heiratet möglicherweise erst, wenn er 30 ist. Und vorher hat er eben einen enormen Frust. Sexuelle Übergriffe sind zwar nichts Islamspezifisches, es gibt sie in vielen Kulturen, wie in Indien oder Pakistan. Doch besonders in arabischen Gesellschaften fördern ein traditionelles Frauenbild und Gewalterfahrungen in der Familie Übergriffe gegen Frauen. Erziehung in patriarchalischen Gesellschaften ist häufig gewaltförmig. Das heißt, die Väter exerzieren ihre Autorität mit Gewalt, vor allem gegenüber den Frauen und Kindern durch. Und ein Junge lernt eben, dass Gewalt legitim ist, um sich durchzusetzen. Das ist das eine. Das zweite ist einfach, dass die Doppelmoral, das, was für Frauen gilt, muss nicht für Männer gelten, doch sehr weit verbreitet ist. Zwischen Kairo und Köln gibt es viele Gemeinsamkeiten. Öffentlicher Platz, große Menschenmenge, Anonymität und verunsicherte, aggressive Männer. Sie kommen aus traditionellen Gesellschaften und müssen sich in einer globalisierten, enthemmten Welt zurechtfinden. Ja, in Ägypten war es ja tatsächlich so, dass man versucht hat, durch diese sexuellen Übergriffe ein Stück weit Einschüchterung zu erzielen bei den Frauen, die in der ersten Reihe standen und mitdemonstrierten. Das, was hier in Köln stattgefunden hat, diente ja nicht der Einschüchterung, sondern man hatte ja, scheinbar hatten diese Frauen ja auch das, häufig das Gefühl, dass sie freiwillig darstellten und diese Männer jetzt meinten, diese überbürstende Sexualität hier auf diese Art und Weise zeigen zu müssen. Und das ist natürlich ein kulturspezifisches Phänomen, was wir hier nicht tolerieren dürfen und auch nicht tolerieren können. In Kairo üben sich manche Frauen inzwischen in Selbstverteidigung. Ob sie das, was auf dem Tahrirplatz passiert ist, hätten abwehren können, bleibt fraglich.